Ja, willkommen. Eine ganze Woche ist es nun seit dem Video her, in dem ich so eine kleine Umfrage integriert habe, was jetzt zeitlich gesehen an meinem wunderschönen Rang 3 in Dead by Daylight liegt, aber vor allem, da ich mir wirklich von jedem Anime aus der neuen Season die erste Folge angeschaut habe. Und eieiei, ist da viel Müll dabei. Naja, dazu kommen wir bei einem anderen Video. Jetzt wollen wir uns erstmal kurz auf die Ergebnisse der Umfrage konzentrieren, die aus der Frage, wie oft schaut ihr Anime, bestand. Und naja, im Titel habe ich wohl den ersten Umfragepunkt schon so ein bisschen gespoilert, denn ja, 31% meiner Abonnenten schauen demnach jeden Tag Anime. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Umfrage die ganze Anime-Community in seiner Gesamtheit repräsentiert, aber hier haben mehrere tausend Leute ihre Stimme abgegeben und da ich meine Zuschauer als eine gute Mischung aus Alt und Jung, Casual und Hardcore-Anime-Schauern sehe, kann man meiner Meinung nach mit sehr viel Bedacht dies auch auf die ganze Anime-Community übertragen. Aber wieder zu den weiteren Ergebnissen. Und weil die Animation so schön war und ich viel zu viel Zeit damit verbracht habe, hier nochmal. Ja, 31%, so war tatsächlich auch ungefähr meine Vermutung. Ich dachte mir, dass etwas weniger als die Hälfte jeden Tag Anime konsumieren. Einfach, da es für viele einfach unmöglich ist. Moment, das waren einfach zu viel. Einfach, da es für viele unmöglich ist, jeden Tag sich die Zeit oder auch, naja, Lust zu nehmen. Darunter fall wohl auch ich, denn zwar like ich nicht meine eigenen Videos. aber dafür nehme ich an meinen eigenen Umfragen teil. So schauen nochmal fast genauso viele alle 2 bis 3 Tage ein Anime. Aus den Kommentaren konnte ich hierbei herauslesen, dass bei den meisten einfach das private Leben einen täglichen Konsum blockiert. Da habe ich dann sowas gelesen wie: Roxy, pst. Nur eine gemütliche Folge nach dem harten Arbeitstag, habe 2 bis 3 Tage angekreuzt, habe nämlich oft keine Zeit bei mir, nicht mehr jeden Tag. Seit ich wieder in der Ausbildung bin, fällt mir auf, dass ich in letzter Zeit eher zu Manga tendiere. Man kann also festhalten, dass zwischen 60% und 70% der Community bzw. meiner Zuschauer jeden oder jeden zweiten, dritten Tag sich Anime widmen, was in meinen Augen doch recht viel ist und auch zeigt, dass Bedarf vorhanden ist, wie man das auch interpretieren mag. Aber jetzt stand noch zur Auswahl, einmal die Woche Anime schauen, einmal im Monat und nicht mehr. Die letzte Kategorie hat 2% und kann mehr oder weniger ausgelassen werden. So, wer in Mathe aufgepasst hat, ja, ist ein dummer Spruch, kann sich ausrechnen, dass nun kleinere Prozentwerte zustande kommen. Und zwar schauen 14% einmal die Woche Anime und tatsächlich 16% gar nur einmal im Monat. Also sehen wir hier mal ganz ehrlich, einmal im Monat ist schon fast gar nicht mehr. Wobei man eigentlich auch die letztendlich geschaute Zeit, also die Watchtime, berücksichtigen müsste, ist mit dieser Umfrage aber nicht möglich. Interessant wird das Ganze, wenn wir die Werte in ein Balkendiagramm umwandeln. Zu sehen ist ein ganz klar erkennbares Muster, nämlich der klare Unterschied von Gelegenheitsschauern und quasi fast täglichen Anime-Konsumenten. Gibt's dafür eigentlich ein Wort, also das Gegenteil von Gelegenheitsschauer, also quasi ein täglicher Schauer, Tagschauer, Tagschauer? Das hört sich an wie Regen. Aber würde es nicht eigentlich Sinn machen, wenn die Graphen genau umgedreht wären? Ich meine, es kommen über die Jahre etliche neue Anime-Fans bzw. Anime-Schauer zur Community hinzu. Und ich sauge mir jetzt mal Zahlen aus den Fingern, dennoch würde ich sagen, so 20%, wenn nicht weniger, bleiben tatsächlich bei einem täglichen Anime-Konsum. Ich bekomme das selbst durch die Kommentare und Interaktion von Zuschauern mit, dass viele einfach nach einiger Zeit schnell die Lust oder auch einfach Zeit verlieren und dann auch schnell in die Gelegenheitsschiene abrutschen, bis sie dann vielleicht ganz aufhören. Warum also gibt es in dieser Umfrage so wenige Gelegenheitsschauer, obwohl diese zahlenmäßig eigentlich deutlich mehr sind? Lasst's mich versuchen zu erklären, beziehungsweise der Grund ist ganz einfach. Diese Leute, diese Gelegenheitsschauer, erreiche ich nicht mehr. Denn auch mir und ich denke fast jedem ergeht es mit irgendeinem Thema so. Für mich als Beispiel ist es StarCraft. Früher, als ich noch aktiv StarCraft gespielt habe, damals hatte ich noch sehr aktiv auch alle YouTuber, die sich mit StarCraft auseinandergesetzt haben, abonniert. Mit der Zeit ergab sich einfach, dass für mich StarCraft keine tägliche Angelegenheit mehr wurde und so bin auch ich nur noch ein Gelegenheitsspieler. Dadurch ist aber auch mein Interesse an themenbezogenen YouTubern fast vollständig verschwunden. Ich schaue letztendlich nur noch eine einzige StarCraft-Person und das auch nur aufgrund von seiner Personalität. Und so wird es bei meiner Umfrage auch der Fall gewesen sein. Die Leute, welche fast täglich Anime schauen, interessieren sich für das Thema Anime und damit auch für meinen Content. Alle Gelegenheitsschauer haben sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus Desinteresse schon von mir abgewandt und nur noch Leute, welche wirklich für Anime oder sich für meine Person interessieren, sind überhaupt noch geblieben. Dementsprechend sind die täglichen Zuschauer auf meinem Kanal
Kanal deutlich mehr vorhanden, womit ich mir eingestehen muss, dass diese Umfrage wohl doch nicht die Anime-Community repräsentieren kann, sondern nur meine Zuschauer. Von denen fast 70% nahezu täglich Anime schauen. Das kann wahrscheinlich auch nicht jeder von sich behaupten. Und genau das wollte ich auch mit der Umfrage nur herausfinden. So, um jetzt nicht noch eine Umfrage zu starten. Wie viel schaut ihr denn Anime, wenn ihr denn Anime schaut? Ich weiß, es ist bei vielen unterschiedlich. Manche schauen dann 5 Stunden mal am Wochenende und dann nur eine halbe Stunde unter der Woche. Aber kommentiert doch mal, was schätzt ihr denn so? Wie viel schaut ihr denn so am Tag dann? Bei mir wären das wahrscheinlich durchschnittlich jetzt eine Stunde tatsächlich nur. Doch, ja, so eine Dreiviertel bis Stunde, 2 bis 3 Folgen wären es bei mir täglich. Aber wie sieht's bei euch aus? Schreibt's mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich nicht zu einer Umfrage. Ciao.